Mommy Fortuna war eine Hexe, die ihre Magie einsetzte, um einen Wanderzirkus zu leiten, der Fabelwesen zeigte, die in Wahrheit nur normale Tiere sind, die mit Hilfe ihrer Zaubersprüche als Fabelwesen ausgegeben wurden. Ihre Magie wirkte jedoch nur bei schwachen Menschen, was am einfachsten war. Mommy Fortuna war sehr stolz auf ihre Show. Ihr Wunsch, aufzutreten, war Teil des Wunsches, nach ihrem Tod im Geiste anderer weiterzuleben. Entweder als Darstellerin oder als Agonistin, die ihre Fabelwesen nie vergessen würde. Sie war begeistert von der Aussicht, das Einhorn und die Harpyie gefangen zu sehen, erregt davon, sie zu besitzen. Mommy Fortuna verehrte sowohl das Einhorn als auch die Harpyie, zeigte dies aber, indem sie sich an ihrem Unglück erfreute. Angesichts ihres eigenen Todes war sie ekstatisch, hatte ihn anscheinend schon lange und als unausweichlich akzeptiert und war einfach nur glücklich, als er endlich kam.